Thema multiplikative Chiffren waren wir stehen geblieben, beziehungsweise da haben wir eigentlich den kleinen Sprung gewagt in die Mathematik rein. Vielleicht machen wir das gerade auch nochmal auf. Ja, genau. Also eigentlich haben wir die Zahlentheorie jetzt so weit abgehandelt, wie wir es momentan brauchen. So, ich würde jetzt diejenigen, die zu spät kommen, bitten, hier keine große Action zu machen, sondern sich einfach irgendwo brav und ruhig hinzusetzen, okay? So, und ich habe Ihnen ja schon gesagt, das ist wichtig, und dass Sie jetzt im Folgenden der Vorlesung ordentlich folgen können, müssen Sie hier sich sofort mit den Übungen beschäftigen. Ja? Weil sonst macht halt der Rest des Semesters nicht mehr so viel Spaß. Und wir haben ja jetzt nicht die Zeit, extra Übungsblöcke noch groß zu veranstalten. Aber wenn Sie die Übungen bearbeiten und da dann noch Fragen und Probleme haben, dann können wir die gern hier diskutieren. Zum Beispiel jetzt. Also aus dieser absoluten Stille jetzt schließe ich, dass keiner sich die Übungsaufgaben angeschaut hat. Ist der Schluss richtig? Ja? Wenn das so im Wesentlichen stimmt, dann gibt es ja noch die Chance, jetzt über die Osterferien vielleicht ein bisschen Zahlentheorie zu machen und sich mit den Übungsaufgaben auseinanderzusetzen. Okay, ja gut, in dem Fall gehen wir wieder zurück auf die eigentlichen Folien. So, also multiplikative Chiffren, da haben wir die Definition, das Beispiel haben wir uns auch angeschaut. Genau, vielleicht steigen wir da gerade nochmal ein an diesem Beispiel. Und zwar, wenn wir also, wir nehmen als Modul 26 unser normales Alphabet, und t gleich 2, das heißt, wir multiplizieren alles mit 2 beim Verschlüsseln. Und dann haben wir hier die Klartextzeile, also die Nummer 0 bis 25. Und hier sehen wir das Problem. Ja, es geht bis 24, weil 2 mal 12 gibt 24. 2 mal 13 macht 26, also 0. Und dann geht es hier von 0 wieder los. Wir haben eine nicht injektive Abbildung und das kann keine Chiffre sein. Wenn wir aber t gleich 3 nehmen, dann ist das wunderbar. Dann geht es hier bis 24, also von 0, 3, 6 bis 24. Und dann um 1 versetzt geht es weiter und dann nochmal um 1 versetzt. Und so ist dann die Abbildung injektiv und als Chiffre geeignet. Ja. So, und das kommt daher, dass, ja, woher kommt es? Welches allgemeine Gesetz steckt da dahinter, dass es mit t gleich 3 funktioniert und mit t gleich 2 nicht? Ja? Genau, das ist der Punkt. Das war ja die Voraussetzung hier. In diesem Satz steht es. Zu jeder multiplikativen Chiffre mit GGT von t, n gleich 1. Ja? Also der Faktor t und der Modul müssen teilerfremd sein. Dann gibt es auch eine multiplikative Dechiffrierfunktion. Ja? Und diese Teilerfremdheit, das haben wir doch, oder wie ist denn das? Haben wir das gesehen? Jetzt muss ich gerade, sorry, jetzt muss ich gerade nochmal rüberschalten. Sind wir überhaupt jetzt so weit gekommen? Also wir hatten da den kleinen Fermat, euklidischer Algorithmus. Aha, ja, genau, okay. Also wir müssen jetzt hier noch weitermachen, weil diese Aussage hatten wir ja noch gar nicht. Was wir gesehen haben, gehen wir gerade nochmal zurück, war hier. Wir hatten diese Aussage hier in der Zahlentheorie. Ja? Das heißt, wenn unser Modul n eine Primzahl ist
dann ist Zn ein Körper und Zn ist ja die Menge aller Zahlen von 0 bis n minus 1. Ja? Also Zn mit der Addition und der Multiplikation ist ein Körper, genau dann, wenn der Modul eine Primzahl ist. Okay, aber wir hatten ja hier bei unserer multiplikativen Chiffre einen anderen Fall. Nämlich der Modul ist keine Primzahl. Ja? 26 ist keine Primzahl. Wir können trotzdem mit 26 multiplikativ verschlüsseln, nämlich dann, wenn die beiden Zahlen, also der Faktor und der Modul, teilerfremd sind. So, und das sehen wir jetzt im Folgenden, wenn wir den euklidischen Algorithmus uns anschauen. So, genau, hier noch einfach diese Definition vom größten gemeinsamen Teiler. Okay, das ist im Wesentlichen genau das, was es aussagt. Ja. So, und jetzt schauen wir uns aber ein Beispiel vom euklidischen Algorithmus an. Vielleicht kennen Sie den ja schon aus der Schule zum Beispiel. Und zwar, es geht darum, eben den größten gemeinsamen Teiler von zwei Zahlen, hier in dem Beispiel 531 und 93, auszurechnen. Ja. Ja, wie macht man denn das? Wir nehmen die beiden Zahlen und teilen sie durcheinander. Ja? Also, wir teilen die erste durch die zweite und dann kriegen wir 531 ist 5 mal 93 plus den Rest 66. Ja? Okay. Ja, und jetzt gehen wir her und nehmen diesen Faktor, den wir rausgekriegt haben, 93, und teilen durch den Rest. Also, dann kriegen wir 93, ist 1 mal 66 plus 27 und das machen wir weiter, so lange wie es funktioniert. Also, jetzt nehmen wir hier 66 und 27 und kriegen Rest 12, dann nehmen wir 27 und 12 und kriegen Rest 3, dann nehmen wir 12 und 3 und jetzt sehen wir sofort, das geht ohne Rest auf und wir sind fertig. So, und der letzte Rest, den wir hatten, das ist ja hier die 3, das ist der größte gemeinsame Teiler von den beiden Zahlen. Wer hat es schon gekannt aus der Schule, täte mich gerade mal interessieren, oder sonst woher? Niemand? Doch, einer. Woher? Cool! Ah, das ist doch mal was. Die Berufskollegs, Leute, die sind weiter in Mathe als die mit dem Abi. An der speziellen Stelle. Ja. Okay. So, jetzt der allgemeine Satz dazu, nämlich das ist der Satz über den euklidischen Algorithmus. Der Satz besagt, dass dieses Verfahren immer funktioniert und uns den größten gemeinsamen Teiler liefert. Ja? Also, für zwei gegebene Zahlen a und b, die nicht 0 sein dürfen, gilt, der GGT von a und b ist gleich dem GGT von b und a modulo b, falls a modulo b ungleich 0 ist. Und ist gleich b, wenn a modulo b gleich 0. Das, was da steht, ist genau der Algorithmus, den wir gerade eben angewendet haben. Ja? Vielleicht sollten wir uns das nochmal klar machen. Schauen wir nochmal diesen ersten Fall an. GGT von a und b. Also nehmen wir doch nochmal unser Beispiel. Also schreiben wir mal die erste Zeile von dem Beispiel hin. 531 ist gleich 5 mal 93 plus 66. Okay, und jetzt gehen wir zu dem Satz und wenden den auf das Beispiel an. Das würde heißen, GGT von 531 und 93 ist gleich. Und jetzt, und wir sehen ja hier, der Rest ist nicht 0, also trifft der obere Fall zu. Also ist das der GGT von, ja, und jetzt das B ist die 93, Komma, und A mod B ist nichts anderes als der Rest, also 66.
Ja? Genau. Und das wiederum, jetzt können wir weitergehen, jetzt müssen wir hier nochmal spickeln, was war der nächste Rest? 27. Das ist gleich dem GGT von 66 und 27 ist gleich und so weiter. Ja? Also Sie sehen, wir kommen quasi immer weiter runter, so lang bis irgendwann hier 0 steht als Rest. Und dann sind wir fertig. Aber für uns Informatiker ist das natürlich das viel Schönere, weil das ist ein rekursives Programm. Ja? Also ich meine, diese GGT-Funktion zu programmieren, das ist praktisch trivial. Ja? Wenn Sie in der Lage sind, den Rest zu bestimmen mit Ihrer Programmiersprache, dann ist das ein Zweizeiler, das Programm. Ja, so wie hier auch. Okay, ich meine, dass das tatsächlich den größten gemeinsamen Teiler berechnet, das Programm, ist damit noch nicht klar. Das muss man beweisen. Lassen wir natürlich wieder aus Zeitgründen weg hier. Ja. Okay, ah ja, hier haben wir noch ein Mathematica-Programm für den GGT rekursiv, aber das sieht in jeder anderen Programmiersprache vielleicht ein bisschen anders aus, ist aber auch nicht viel länger. Okay, so, jetzt gehen wir her und schauen unser Beispiel nochmal an. Ja, also das ist jetzt der Anfang und genau. Jetzt müssen wir das mal so machen. Sicht fortlaufend. Genau. So. Hier haben wir jetzt unser Beispiel nochmal. Also, wir rechnen bis hierher und da sind wir fertig. Da haben wir jetzt an den letzten Rest 3. Ja? So, und jetzt gehen wir her und machen ein verrücktes Spiel, ja, von dem wir irgendwie momentan nicht so recht wissen, warum, aber wir machen es halt. Ja? Wir tun jetzt das, was wir gemacht haben, wieder rückwärts aufdröseln. Wir lösen jetzt die letzte Gleichung nach 3 auf. Und das haben wir hier. 3 ist gleich 27 minus 2 mal 12. Das stimmt mit Sicherheit. So, ja? So, jetzt steht hier 27 minus 2 mal 12. Und jetzt gehen wir her und lösen die vorletzte Gleichung auch wieder nach dem Rest auf, nach 12. Dann haben wir 12 ist gleich, bitte hören Sie auf mit dem Rascheln. 12 ist gleich 66 minus 2 mal 27. Und jetzt ersetzen wir die 12 hier durch 66 minus 2 mal 27. Okay? Jetzt können wir hier noch ausmultiplizieren. Das ist vor allem deswegen interessant, weil die 27, die taucht hier zweimal auf. Okay, wenn wir ausmultiplizieren, dann haben wir minus 2 mal 66 plus 5 mal 27. Jetzt gehen wir her und tun die 27 hier ersetzen durch die zweite Gleichung. Wo wird denn hier dauernd getratscht, Leute? Mich stört es. Wird ersetzt durch 93 minus 66, das passiert hier. Dann wird hier die 66 nochmal ersetzt durch das hier. Und dann nochmal ausmultipliziert und dann sieht das Ganze so aus. Ja, was haben wir denn jetzt geschafft? Naja, jetzt haben wir die 3 ein bisschen komplizierter dargestellt. Nämlich so. Normalerweise wollen wir immer das Gegenteil in der Mathematik machen, alles vereinfachen. Aber jetzt wollen wir es mal komplizierter machen. Hätten Sie gedacht, wenn wir das da oben gesehen hätten, dass wir die 3 schreiben können als
ein Vielfaches von 531 plus ein anderes Vielfaches von 93. Hier sehen Sie es. 3 ist minus 7 mal 531 plus 40 mal 93. Ist das nicht cool? Das gilt natürlich nicht für zwei beliebige Zahlen. Sie können jetzt nicht sagen, 3 ist irgendwie ein eindeutiges Vielfaches von 17 und 21. Weiß ich nicht, ob das geht. Also, und dieses Vielfache, wenn Sie reelle Zahlen erlauben, geht es natürlich immer. Aber wenn Sie nur ganze Zahlen erlauben, ja? So, also hier, Sie sehen ja, ein ganzzahliges Vielfaches von 531 plus ein ganzzahliges Vielfaches von 93. Und das gilt aber ganz allgemein. Also, das heißt, hier haben wir den Satz. Also wenn wir zwei Zahlen A und B haben und D sei jetzt deren größter gemeinsamer Teiler, erinnern wir uns dran, an unserem Beispiel gerade 3 war ja der größte gemeinsame Teiler. Ja? Also das ist die Voraussetzung. Wenn dieses D der größte gemeinsame Teiler von A und B ist, dann besitzt dieses D eine Darstellung in der Form A mal X plus B mal Y. Und zwar, hier steht es, X und Y sind ganze Zahlen. Dann gibt es ganze Zahlen X und Y derart, dass sich der größte gemeinsame Teiler so darstellen lässt. Schön. Ja, warum machen wir jetzt so ein Theater? Naja, weil es einfach schön ist. Ja, ein Mathematiker würde sagen, das ist einfach schön, alles andere interessiert mich nicht. Aber uns interessiert natürlich die Anwendung und dieser schöne Sachverhalt hat jetzt eine ganz coole Anwendung. Ja? Und das schauen wir uns jetzt hier mal an. Wir nehmen jetzt einmal an, wir haben zwei Zahlen a und n, die teilerfremd sind. Das heißt, der größte gemeinsame Teiler ist 1. Und wenden darauf diesen Satz an. Das heißt, dann ist diese linke Seite d gleich 1. Ja? So, das heißt, wir haben so eine Gleichung. 1 ist gleich a mal x plus n mal y. Also wir haben die Zahlen a und n a gegeben und unseren Modul n. Und dann können wir natürlich schreiben, 1 ist gleich a mal x plus n mal y. Und x und y sind ganze Zahlen. Okay, so, jetzt nehmen wir diese Gleichung hier. Das ist übrigens eine nicht-modulare Gleichung. Ja? Die gilt einfach. Und jetzt nehmen wir aber diese Gleichung noch modulo n. Das heißt, dann kriegen wir auf der linken Seite 1 modulo n. Ja gut, 1 modulo n, das bleibt 1. Ja? Also das ist 1. Und die rechte Seite, da haben wir dann a mal x modulo n plus n mal y modulo n. Und wir sehen sofort, dass das hier 0 ist. Warum ist denn das 0? Ja? Ein Vielfaches von n ist. Genau. Alle Vielfachen von n modulo n sind 0. Okay, können wir das wegstreichen. Und jetzt steht da 1 ist gleich a mal x modulo n. Vielleicht tun wir das nochmal farbig markieren. Darauf kommt es jetzt an. Jetzt haben wir was ganz Cooles erreicht. 1 ist gleich a mal x modulo n. Ja, und diese Gleichung hier auf der rechten Seite steht a mal x. Und jetzt haben wir, schauen Sie, nehmen wir doch mal irgendeine klassische Gleichung. 1 ist gleich 25 mal x. Lösen Sie mal diese Gleichung auf. Das müsste sogar im Kopf funktionieren. Was kommt da raus? 1/25. Das ist eine gute Idee, jawohl. Also, x ist die Inverse zu 25 bezüglich der Multiplikation. Ja? Das liegt daran, dass da links 1 steht. Okay.
Und hier haben wir auch so eine Gleichung. Das heißt, x ist die modulare Inverse zu a modulo n. So. Ja. Das ist doch schön. Wenn wir also dieses x hier berechnen können, irgendwie, dann haben wir einen Algorithmus zur Berechnung der modularen Inversen von einer beliebigen Zahl a. Könnte mal jemand hinten die Tür bitte zumachen? So, und wie funktioniert es dieser Algorithmus? Wie funktioniert der Algorithmus? Von wo sind wir denn hergekommen? Von diesem Satz. Ja? Von diesem Satz, dann haben wir gesagt, d ist gleich 1. Also Sie sehen, jetzt an der Stelle kommt jetzt die Voraussetzung rein für unseren Satz bezüglich der multiplikativen Chiffre. GGT vom Modul und unserem Faktor muss 1 sein. Hier, da. Modul und a muss der GGT 1 sein. Wenn die Teiler fremd sind, die beiden Zahlen, wenn die Teiler fremd sind, dann gilt diese Gleichung und dann gilt diese Gleichung hier. Ja? So, also wenn die zwei Zahlen teilerfremd sind, kann ich die modulare Inverse von a bestimmen, ja, wie? Das ist jetzt natürlich nur die Frage. Wie bestimmt man jetzt die modulare Inverse zu a? Also auf dieser Folie steht es jetzt nicht wirklich drauf, aber Sie wissen es eigentlich schon. Ich habe es Ihnen gerade eben gezeigt vorhin. Und zwar gezeigt habe ich es hier, auf dieser Folie. Und auf dieser Folie. Schauen Sie, wir hatten die beiden Zahlen 531 und 93 und dann haben wir den GGT ausgerechnet, der war 3 und dann haben wir rückwärts aufgedröselt und den GGT dargestellt als diese Linearkombination, als minus 7 mal 531 plus 40 mal 93. Und das Interessante ist jetzt eben das, minus 7 und 40 sind diese x und y in unserem Satz. Das heißt, wir haben einen Algorithmus, mit dem wir x und y bestimmen können. Nämlich so, rückwärts aufdröseln. Mit rückwärts aufdröseln bestimmen wir x und y. Ja, wunderbar. Also, wir haben einen Algorithmus, um x und y auszurechnen, hier. Naja, dann haben wir auch einen Algorithmus, um dieses x auszurechnen. So, jetzt wissen Sie, wie man modulare Inverse berechnet. Für den Fall, dass der GGT 1 ist. Ja, wenn der GGT von zwei Zahlen, also vom Modul und unserem Faktor 1 ist, dann können wir die modulare Inverse ausrechnen. Und da schauen wir uns jetzt ein Beispiel an. Gesucht ist die Inverse zu 136 modulo 3003. Naja, was machen wir? Wir wenden den euklidischen Algorithmus an auf diese beiden Zahlen und siehe da, hier kriegen wir als GGT 1 raus. Und das ist aber auch gut so. Weil wenn wir hier nicht 1 rauskriegen würden, dann gäbe es nämlich keine modulare Inverse. Und wir hätten ein Problem. Ist klar, wenn es keine gibt, können wir sie auch nicht ausrechnen. Aber hier gibt es eine. Also tun wir jetzt, also das rückwärts aufdröseln, das geht immer. Das können wir immer machen, bloß es hilft uns nichts, wenn da nicht 1 rauskommt. Aber wenn 1 rauskommt, dann machen wir das. Also das rechnen wir jetzt nicht durch, sondern da kommt am Ende das hier raus. 817 mal 136 minus 37 mal 3003. So. Was ist denn jetzt die modulare Inverse zu 136?
Genau, 817, klar. Und warum? Wie kann man das hier jetzt auch noch richtig schön deutlich sehen? Weil jetzt sieht man es noch nicht so ganz deutlich. Ja, weil die linke Seite dann die 1 wird. Die linke Seite ist 1, das steht da, genau. Aber auf der rechten Seite, das gefällt mir noch nicht. Ich meine, wie sehen Sie daran jetzt, dass das die modulare Inverse zu dem ist? Sehen Sie das? Ja? Modulo 2003. Genau, so ist es. Wir nehmen diese Gleichung jetzt noch Modulo 2003 und dann wird dieser Term hier 0. Und dann sehen wir, das mal das ist gleich 1. Also müssen die beiden invers sein zueinander. Das ist der Punkt. Ja, gut. So, ich glaube, jetzt haben wir... Ja, okay, also das schauen wir uns noch kurz an. Als Algorithmus für den erweiterten Euklid. Und das ist tatsächlich also für, wie soll ich sagen, jeden ambitionierten Informatiker, ich gebe Ihnen das einfach mit als kleine Herausforderung, dieses nette kleine rekursive Programmchen zu verstehen. Ja? Das ist nicht trivial und das tue ich hier nicht, weil da muss man sich wirklich ein bisschen rein vertiefen und sich das überlegen. Also dieses Vier-Zeilen-Programm ist nichts anderes als eine Implementierung von dem hier. Ja? Also Implementierung von dem hier, das hatten wir schon. Das ist dieser ganz billige Algorithmus, GGT von A, B ist der GGT von B, A modulo B. Ja? Das ist dieses Zweizeilen-rekursive Programm. Wenn wir dieses Rückwärts-Aufdröseln auch noch mit drin haben wollen, das bauen wir quasi in das Nachklappern der Rekursion mit rein. Ja? Und dann sieht das Programm als Mathematica-Programm, das können Sie wirklich so eintippen und es funktioniert auch, ja, sieht es so aus. Wir können einen Teil ganz leicht verstehen. Und zwar, also Erbe Euklid von A, B. If B gleich 0, das ist der Terminierungsfall von der Rekursion, dann return A, 1, 0. Ja. So. Im anderen Fall, wenn jetzt das B nicht 0 ist, dann machen wir einen rekursiven Aufruf vom erweiterten Euklid mit B, mod AB. Und wenn Sie das hier anschauen und quasi hier aufhören, dann ist das der normale Euklid. Ja? Der erweiterte Euklid, der tut dann, das ist das, was ich gesagt habe, beim Nachklappern der Rekursion hier noch einen Return-Wert zurückliefern, wo das hier drin steckt. Und wenn man das anschaut, dann ist das nichts anderes als diese Rückwärts-Aufdrösel-Formel bei unserem euklidischen Algorithmus. Und das ist natürlich schön elegant. Also ich meine, wenn Sie das jetzt irgendwie mit Schleifen programmieren wollen, dann sieht es halt nicht mehr so schön elegant aus. Ja? Ich habe eine Frage zuvor, und zwar bei dem ersten Beispiel, das ich gemacht habe, ist schon 3 rausgekommen. Ja, genau. Trotzdem hat das ja funktioniert. Aber ja? Ich habe das falsch verstanden. Weil eigentlich sollte der kleinste gemeinsame Teiler 1 sein. Beim ersten Beispiel war es ja 3. Größte. Ja. Der größte. Nö, Sie haben nichts falsch verstanden. Also gehen wir nochmal zurück. Bei dem ersten Beispiel hier hat es auch funktioniert. Und es funktioniert immer. Also dieses Rückwärtsaufdröseln funktioniert immer. Ja? Bloß, das nützt uns halt nicht so viel. Schauen Sie doch, jetzt machen wir es doch hier drauf. Genau. Also wir gehen jetzt her. Jetzt können wir ja auch sagen, also Moment, nochmal zurück. Wir wollen den GGT von 531 und 93 finden. Ja? Und jetzt nehmen wir mal an, 531 war unser Modul. Ja? Und 93 ist der Faktor. Ja? Und jetzt wollen wir also die modulare Inverse von 93 modulo 531 finden. Okay?
So, und jetzt müssen wir also hergehen und dann schreiben 3 mod 531 ist gleich minus 7, also der erste Term, sehen Sie, der wird 0, modulo 531, ja? Okay, also das heißt, das können wir gleich weglassen hier, ja? Und der zweite Term, dann steht da 40 mal 93 modulo 531. Okay, übrigens, wir können natürlich links hier das auch noch. Na, was ist denn jetzt los? Eigentlich müsste A jetzt zu der Radialisieren. Ja, genau. Links können wir einfach 3 hinschreiben. Okay, so. Jetzt steht diese Gleichung da. 3 ist gleich 40 mal 93 modulo 531. Ist doch cool, oder? Ja, finde ich auch. Und ja, ist jetzt 40 die modulare Inverse zu 93? In dem Fall nicht, weil es ja 1 sein müsste. Nicht eben. Jetzt sehen Sie, weshalb da 1 rauskommen muss. Ja? Da muss 1 rauskommen, weil sonst, das hilft uns nichts. Das hilft uns nichts. Also nur wenn da 1 rauskommt beim euklidischen Algorithmus, macht es überhaupt Sinn, weiterzurechnen. Weil erstens gibt es nur in dem Fall eine Inverse und zweitens kriegen wir die Inverse auch nur so raus. Okay, so, wo waren wir stehen geblieben? Hier. Gut, dann noch eine kleine Definition. Wir nennen zwei solche Zahlen A und B auch relativ prim. Also wenn der GGT von zwei Zahlen 1 ist, dann heißen die auch relativ prim. Und das ist verständlich, was das heißt, relativ prim. Also eine Primzahl ist ja eine Zahl, die nicht teilbar ist. Ja? Und zwar durch gar nichts teilbar ist. Wenn ich jetzt zwei Zahlen habe mit GGT1, dann heißt es ja, A ist nicht durch B teilbar und B ist nicht durch A teilbar. Ja? Also relativ prim. Okay, gut. Ja, und jetzt können wir das Ganze nochmal zusammenfassend als Satz formulieren. Ist der GGT von A und dem Modul N1, dann gibt es zu A eine Inverse, A hoch minus 1 bezüglich der Multiplikation in Zn mit A mal A hoch minus 1 gleich 1 modulo N. Und der erweiterte euklidische Algorithmus berechnet diese Inverse. Gut, so, was käme denn jetzt? Ja, die Eulersche Phi-Funktion, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Also jetzt können wir tatsächlich zurückgehen, wenn es da keine Fragen mehr gibt. Okay, gut. Jawohl. Also damit haben wir eigentlich alle Theorie zu den multiplikativen Chiffren und wir wissen jetzt, multiplikativ verschlüsseln, das geht nur, wenn der GGT von Modul und Faktor 1 ist. Und das reduziert natürlich jetzt unseren Schlüsselraum. Ja? Und den haben wir hier einmal dargestellt für den Modul 26. Ja? Also wir suchen alle Schlüssel T, die die teilerfremd zu 26 sind. Das heißt, wo der GGT 1 ist. Und das sind sie. Ja? Und das sind genau 12 Stück. Also von den 26 theoretisch möglichen Faktoren sind aber nur 12 erlaubt. Das heißt, der Schlüsselraum hat nur eine Größe von 12 und ist damit deutlich kleiner als der Schlüsselraum bei der Verschiebechiffre. Also insofern, wenn wir als Angriffsstrategie dieses Durchprobieren aller Schlüssel wählen, ist die multiplikative Chiffre sogar noch unsicherer als die Verschiebechiffre. Das heißt, der Versuch war nicht gut, ja, jetzt mit Multiplizieren die Sicherheit vergrößern zu wollen, im Gegenteil. Gut, jetzt kann man natürlich auf die Idee kommen zu sagen, okay, jetzt nehmen wir halt eine Kombination
Addition plus Multiplikation. Und das sind dann die sogenannten Tauschchiffren oder auch affine Chiffren. Hier steht die Formel. Z wird abgebildet auf Z mal T plus K modulo n. Also erst multiplizieren und dann noch addieren. So, und um das Ganze jetzt abzukürzen, sage ich Ihnen gleich, das ist auch keine gute Idee. Diese affinen Chiffren sind auch nicht sicherer als die multiplikativen Chiffren. Da haben wir hier noch ein Beispiel, das lassen wir alles weg. Und wir machen weiter und suchen nach besseren Chiffren. Und zwar, schauen Sie, das Problem bei den drei Varianten, die wir jetzt angeschaut haben, war, dass wir mit einer, ja, ich sage mal, zu einfachen mathematischen Formel unsere Daten verschlüsseln. Und weil die Formel so einfach ist, ist halt viel Struktur im Chiffretext drin und deswegen kann ich mit einem einfachen statistischen Angriff die Formel rauskriegen. So, jetzt gehen wir her und schmeißen die Struktur einfach weg. Das heißt, wir verwenden jetzt beliebige monoalphabetische Chiffren. Ja? Und eine monoalphabetische Chiffre, das ist eine Chiffre, bei der ich ein Klartextzeichen, also das erste Klartextzeichen, wird, also was weiß ich, wenn das jetzt ein D war zum Beispiel, dann wird D durch W ersetzt. Und monoalphabetisch heißt, dass wenn ich jetzt weiß, das Klartextzeichen hier zu dem W war jetzt ein D, dann ist das hier auch ein D im Klartext und also überall, wo halt W vorkommt, nirgends mehr. Ja? Aber aus dem Wissen, dass zu dem W das D gehört, kann ich nichts schließen über alle anderen. Ja doch, ein bisschen was kann ich schon schließen. Ich kann schließen, dass die anderen eben keine Ds sind, ja? Weil sonst wäre die Chiffre nicht injektiv. Aber sonst, ich weiß sonst nichts über den Rest. Und deswegen sind monoalphabetische Chiffren, also jetzt, wenn sie gut gemacht sind, wesentlich sicherer als Verschiebechiffren oder multiplikative Chiffren. So, wir schauen uns jetzt diesen Text an und fangen jetzt einmal an mit einer statistischen Analyse. Und zwar, wir tun wie vorher einfach die Häufigkeit der Buchstaben zählen. Und wenn wir das machen, das sieht man auch, wenn man so mal grob hinschaut, das B ist der häufigste Buchstabe in diesem Chiffretext. Naja, wenn das B der häufigste Buchstabe ist, und zwar mit Abstand, und wir wissen, der Klartext war ein deutscher Text, dann können wir daraus schließen oder vermuten, naja, das B ist offenbar das Bild vom E. Genau. Aber leider, bei der Verschiebechiffre wären wir jetzt fertig. Wären wir fertig, hätten wir alles geknackt. Aber hier wissen wir halt nur das B und den Rest wissen wir gar nichts. Ja? So, aber wir können natürlich jetzt schauen, was ist denn der zweithäufigste Buchstabe in unserem Chiffretext und was ist der zweithäufigste im deutschen Alphabet und so weiter. Ja? Also, hier in dieser Tabelle, da haben wir jetzt die Häufigkeit aller Buchstaben in unserem Chiffretext. Sie sehen, B kommt 22 Mal vor. Was ist der zweithäufigste? T mit 12, dann haben wir U mit 11. Und ja, und jetzt müssen wir halt schauen, jetzt muss ich gerade gucken, wo haben wir denn unsere Tabelle? Ach ne, hier haben wir nur die Paarhäufigkeiten. Ich schlage jetzt mal kurz das Buch auf. Oh ne, ich habe es nicht. Hat jemand das Buch da? Könnte mal jemand schnell zurückblättern zu dieser Häufigkeitstabelle, die wir hatten bei den Verschiebechiffren. So, können Sie mal sagen, was der zweithäufigste Buchstabe war? N. Das N mit wie viel Prozent? 9,7. Okay, und der dritthäufigste? Das dürfte das I sein. Mit? 7,5. Okay, also N und I sind die zweit- und dritthäufigsten, die jetzt nicht mehr so weit auseinander sind. Ja? Okay,
Und wenn wir da jetzt schauen, das T war der zweithäufigste und dann ist quasi unsere Hypothese, das T gehört zum N. Ja? Oder, was natürlich auch gut sein kann, das U ist das Bild vom N, weil die, das ist natürlich mehr oder weniger Zufall, ob da jetzt 11 oder 12 steht. Das sind jetzt quasi unsere ersten beiden Hypothesen. Die haben wir ja schon, die ist ziemlich klar. Und dann haben wir diese beiden Alternativen. Und ja, und dann fängt es an, schwierig zu werden. Wenn Sie jetzt schauen, zum Beispiel haben wir jetzt 1, 2, 3 mit 7 oder 8. Ja, also da, und dann haben wir da noch einen mit 6 und da haben wir noch einen mit 9. Die liegen halt alle relativ weit nah beieinander. Ja, aber was wir jetzt außerdem noch machen können, was hochinteressant ist, das sind Paare anzuschauen. Paare im Chiffretext und die dann vergleichen mit den Paarhäufigkeiten in deutschen Texten. Und die haben wir jetzt hier in diesen Tabellen drin. Also, das sind die Häufigkeiten in deutschen Texten. Das häufigste Buchstabenpaar ist EN mit 3,88%. Dann kommt ER mit 3,75% und so weiter. Und wenn wir jetzt unseren Chiffretext anschauen, dann haben wir hier das häufigste Paar WB mit dreimal, dann HB, LB, TB. Und da sieht man zum Beispiel, ganz interessant ist, diese häufigsten Paare, die haben alle, diese Paare haben alle B als zweites. Und da haben wir, und da sehen Sie jetzt ganz deutlich, mit Abstand das häufigste ist BU, da ist ein B als erstes. Ich meine, ist klar, das B ist ja das E. Und jetzt schauen wir, das gehört mit Sicherheit zu diesem 3,88, dieses BU. Ja? Und daraus können wir jetzt schließen, mit ziemlich hoher Sicherheit, das U ist das N. Ja? Und nicht, was war die andere Alternative, I. Ja? Genau, wenn Sie da schauen, EI 1,88%, aber EN 3,88%. So, und dann können wir natürlich auch noch hier schauen, BO ist das zweithäufigste und ja, das könnte dann ER sein, das wäre dann also das R. Ja? Und das dritthäufigste ist dann erst CH. Und das haben wir hier gar nicht drin. Ja. Oder? Ah ja, doch, RQ, genau. Da haben wir was ohne B. Genau, das wird das RQ sein. So, und das ist natürlich auch wieder interessant. Und jetzt können wir anfangen, in unserem Chiffretext entsprechend das alles zu ersetzen, was wir schon wissen. Und wo haben wir das jetzt? Moment. Hier, genau. Also, da haben wir jetzt, genau, RQ zum Beispiel ist CH und dann T nach S und V nach I. Das weiß ich jetzt nicht genau, woher das kommt. Aber jetzt, wenn wir jetzt quasi alle Großbuchstaben, von denen wir schon was für Vermutung haben, durch Kleinbuchstaben ersetzen, dann kriegen wir sowas. Und wenn wir die Großbuchstaben rauslöschen, dann haben wir hier so einen Lückentext. Und ja, ich glaube, dass man diesen Lückentext mit ein bisschen Überlegung und Kreuzworträtselerfahrung relativ schnell geschlossen kriegt. Ja? Weil da haben wir doch ein paar Worte, zum Beispiel hier. Das heißt ja mit ziemlicher Sicherheit nicht. Ja? Und jetzt gehen wir da hoch und dann sehen wir, Y ist T. Ja? Das heißt, hier käme noch ein T rein. Was könnte das heißen? Tisch? Da hätte man dann auch einen Tischen. Was könnte das heißen? Rittischen. Ha? Britischen, klar. Ja? Zum Beispiel. Da haben wir dann natürlich auch nichts und so weiter. Also mit ein bisschen probieren kriegt man diesen Text ziemlich schnell dann entschlüsselt.
Das können Sie ja dann daheim weiter verfolgen. Okay, gut. Ja, Moment, was gibt es jetzt noch dazu zu sagen? Naja, was lernen wir? So monoalphabetische Chiffren sind auch nicht so besonders toll sicher. Ja? Also Sie sehen, ich meine, wir haben nur diesen Chiffretext. Machen ein bisschen billige statistische Analyse bei so einem kurzen Text und haben den Rucksack geknackt. Ja, woran liegt es? Ja, es liegt daran, dass die statistische Häufigkeitsverteilung der deutschen Sprache sich da trotzdem noch durchschlägt. Ja? Das heißt, wir können so einen statistischen Angriff machen und auch die Struktur der deutschen Sprache, also Paarhäufigkeiten, solche Sachen, die schlagen da durch. So, das heißt, jetzt muss unsere nächste Idee sein, diese Statistik kaputt zu machen. Ja? Und was heißt das, Statistik kaputt machen? Das heißt ja, es darf nicht mehr passieren, dass hier im Chiffretext ich auf den ersten Blick sehe, oh, da hat so viele Bs drin. Ja? Sondern die Häufigkeit aller Buchstaben sollte in etwa gleich sein. Und dann funktioniert das nicht mehr. Gut, und das schauen wir uns jetzt an. Wir kommen jetzt zu den polyalphabetischen Chiffren. Polyalphabetische Chiffren sind solche, bei denen eben nicht jedes Zeichen immer gleich verschlüsselt wird, weil davon müssen wir weg. Weil wenn wir das tun, dann schlägt sich die Häufigkeitsverteilung durch. Also müssen wir polyalphabetisch verschlüsseln. Und wir schauen uns, also eine Teilklasse sind die sogenannten homophonen Chiffren und homophon, also homo, das heißt ja gleich, und phon heißt Buchstabenzeichen. Also die Idee ist, dafür zu sorgen, dass im Chiffretext alle Zeichen gleich häufig sind. So, also homophone Chiffren verschleiern die Häufigkeit der Klartextzeichen. Okay, gut, und ach so, sorry, das Beispiel haben wir jetzt hier gar nicht drauf. Genau, ich sage Ihnen jetzt eine einfache Formel, wie Sie auf unserem natürlichen Alphabet eine homophone Chiffre erzeugen können. Und zwar, wir bilden die 26 Buchstaben jetzt nicht mehr auf Buchstaben ab, sondern auf Zahlenpaare. Ja? Und zwar, ja. Also wir bilden ab das Alphabet A bis Z. Das bilden wir ab auf die Zahlenmenge 0 bis 100. Ach so, ja, also wir schreiben die 0 bis 99. Wir wollen wirklich 100 mögliche Zahlen haben und wir schreiben die immer zweistellig. Also das heißt, das geht los mit 0, 0, 0, 1, 0, 2 und so weiter bis 99. So. Jetzt muss ich natürlich noch eine Vorschrift angeben, weil das ist nicht so offensichtlich, wie man das macht. Und zwar, jetzt gehen wir her und hat jemand zufällig noch diese Häufigkeitstabelle der deutschen Sprache irgendwo parat? Sagen Sie mir mal, wie viel Prozent hat das A? 6,51. Dann gehen wir her und bilden das A ab auf die Zahlen 0, 0, 0, 1, 0, 2, sorry, 0, 3, 0, 4, wie viel Prozent haben wir? 5,6? 6,5. Dann runden wir auf, dann nehmen wir 2, 4, 5, 6, 7. Okay, also das wäre jetzt perfekt, wenn
das A 7% hätte in den deutschen Texten. Und beim B, machen wir weiter, B bilden wir ab auf die Nummern 0,7. Wie oft kommt das B vor? 1,8%. Also 2% und 0,8. Und das C, wie oft kommt das vor? 3,06. Also dreimal, ja? Dann nehmen wir da 0,9, 10 und 11. Ich glaube, Sie haben jetzt das Schema erkannt, ja? Also für jedes Klartextzeichen nehmen wir so viele Chiffretextzeichen, wie wir Prozenthäufigkeit in deutschen Texten haben. Ja, aber ich meine, da muss ich natürlich noch was dazu sagen. Was heißt denn das, wenn wir A auf 7 verschiedene Chiffretextzeichen abbilden? Erst einmal ist die Frage, ist das überhaupt nur injektiv? Ist die überhaupt nur invertierbar, die Chiffre? Unser Chiffretext sieht ja nochmal so aus, dass der für A von 0,0 bis 0,6 immer ein A ist. Also kann man es immer wieder zurückbringen. Genau, so ist es. Also, ich meine, hier ist zwar, das, was wir hier machen, ist gar keine Abbildung mehr. Es ist natürlich eigentlich noch übler, aber diese gar keine Abbildung ist invertierbar. Ja? Und das ist doch gut, oder? Das wollen wir nämlich haben. Und dieses gar keine Abbildung, warum ist denn das keine Abbildung mehr? Weil Abbildungen müssen deterministisch sein. Für eine Abbildung, da muss immer das A auf 0 abgebildet werden zum Beispiel. Aber es darf nicht sein, dass durch irgendwie einen Zufall A einmal auf das und einmal auf jenes abgebildet wird. Okay, aber wir Informatiker ignorieren an der Stelle die Mathematiker und machen es einfach so. Das heißt, wir ziehen eine Zufallszahl. Hier, also beim A, würden wir immer eine gleichverteilte Zufallszahl ziehen zwischen 0 und 6. Und je nachdem würden wir eines von diesen Chiffretextzeichen wählen. Ja? Und beim B wird man immer Zufallszahl zwischen 0 und 1 ziehen und bei C zwischen 0 und 2 und so weiter. So. Und warum ist jetzt die Häufigkeit verschleiert? Warum? Das ist jetzt wichtig. Ja? Ja, weil jeder Buchstabe gleich oft vorkommt. Aber die Zahlen sind jetzt halt gleich verteilt. Ja. Wir können keine statistische Analyse machen. Also diese Zahlenpaare, die sind im Chiffretext, kommen alle ziemlich genau gleich häufig vor. Ja? Nicht exakt, weil wir hier irgendwie 6,5 hatten und wir haben aufgerundet. Ja? Aber bis auf die erste Stelle nach dem Komma stimmt's. Ja? Wir können das aber übrigens auch noch verbessern. Wir können diese Genauigkeit auf 2 Stellen erhöhen. Wie machen wir das? Ja? Wir machen mal einen Zeilen größer, also wir gehen jetzt nicht bis 99, sondern nicht mehr. Ein bisschen mehr, und was wäre jetzt ein einfaches bisschen mehr, um eine Stelle mehr Genauigkeit zu kriegen? Das machen wir 199. Genau, so ist es. Wir nehmen einfach hier 1000 Möglichkeiten und dann haben wir eine Stelle mehr. Wenn es das immer noch nicht genau genug ist, dann nehmen wir halt 10.000 verschiedene. Ja? Und so können wir unsere Sicherheit quasi beliebig erhöhen. Aber wir brauchen jetzt nicht 3 oder 4 Stellen oder noch mehr, weil das ist immer noch nicht perfekt, was wir jetzt machen. Ja? Auch wenn wir hier diese Häufigkeiten perfekt verschleiern können, also angenommen, die Häufigkeiten in deutschen Texten wären wirklich immer ganze Prozentzahlen, dann würde es ja perfekt funktionieren. Dann hätte man trotzdem noch ein Problem. Ja? Und zwar, hier sind trotzdem noch Analysen von Paarhäufigkeiten möglich. Ja? Weil bei den Paaren, da gibt es ja dann nur bestimmte Kombinationen. Es kommen nicht alle Kombinationen entsprechend häufig vor. Also
wenn man die häufigsten, was war EN zum Beispiel, war ziemlich häufig. Ja? Das heißt, es werden bestimmte Paare viel häufiger auftreten im Chiffretext als andere Paare, nämlich diese Paare EN. Ja? Das sind natürlich auch eine ganze Menge Kombinationen, aber es ist nur ein Bruchteil von allen. Also über die Paarhäufigkeiten kann man das Verfahren leider auch noch knacken. Aber es ist wesentlich sicherer, weil für die Paarhäufigkeiten, die sind ja relativ selten. Ja? Das heißt, da braucht man dann viel Daten. Also der Angriff ist schon deutlich erschwert. Okay, gut. Ja, und jetzt schauen wir uns, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema, Visionärchiffre. Das ist jetzt eine Polyalphabet-Chiffre, die wir ganz einfach zu sehr hoher Sicherheit treiben können. Also, und das ist tatsächlich auch ein Lehrstück. Die Visionärchiffre, die können wir skalieren. Im einen Extremfall ist es die Verschiebechiffre, ganz billig und schlecht. Im anderen Extremfall kriegen wir eine perfekt sichere Chiffre, die man gar nicht mehr knacken kann. Und das ist natürlich toll. Also wir können es uns wirklich, wir nehmen die Visionärchiffre und wir können selber bestimmen, wie viel Sicherheit wir haben wollen, von Null Sicherheit bis hin zu perfekt sicher. Okay, wie funktioniert es? Ganz einfache Idee. Wir denken uns jetzt ein Schlüsselwort aus, nehmen wir jetzt geheim als Schlüsselwort und schreiben das einfach wiederholt hintereinander. Und zwar so lang, wie unser Klartext ist. Wenn das unser Klartext ist, der Klartext, die Lösung lautet X. Ja? Und dann wird ganz einfach verschlüsselt, indem wir die Summe von diesen beiden Buchstaben bilden. Also die Summe, wenn wir jetzt den Index im Alphabet nehmen. Wenn wir bei 0 anfangen, also dann hätte D die Nummer 5 und dann addieren wir G dazu und dann kommt halt J raus. Ja? Oder E plus I gibt M und so weiter. So. Ja, das ist die Visionärchiffre. Ja, und warum kriegen wir da jetzt bessere Sicherheit? Naja, weil dieser erste Klartextbuchstaben, das D, das wird um G verschoben. Dann kriegen wir J. Das I wird um was anderes verschoben. Deswegen kriegen wir das M. Das E wird wieder um was anderes verschoben und so weiter. Und Sie sehen, wenn jetzt unser Klartext so lang wäre, dann hätte jeder Angreifer ein echt großes Problem. Ja? Weil wenn der dieses Schlüsselwort nicht kennt, dann hat er echt ein Problem. Dann hat er keine Chance. Dann hat er keine Chance. So. Wenn wir jetzt aber uns so einen längeren Chiffretext vorstellen, ja, dann gibt es natürlich wieder Möglichkeiten des Angriffs. Was könnte man denn dann jetzt machen? Ja? Wenn man die Länge von diesem Schlüsselwort kennt, kann man sagen, okay, also da ist es jetzt, das Y würde schon fast, also würde, hier. Also diesen, ja, würde zumindest mal mit dem J am ersten zusammenhängen. Ja, das genau. Das im Endeffekt das gleiche ist. Ja. Und das A hier auch wieder, ja. Genau. Also wenn wir, und das ist genau der Ansatzpunkt, wenn wir die Schlüsselwortlänge kennen, dann schauen wir quasi immer das erste Zeichen und dann das 2, 3, 4, 5, 6, 7 an, ja, und dann das 13. und so weiter. Immer im Abstand plus 6. Ja, weil das Schlüsselwort hat die Länge 6. Ja. Sprich, wir würden, tun wir das doch mal farbig markieren, wir würden jetzt diesen Teiltext anschauen. Das erste Zeichen, dann hier das 7., dann das 13. und so weiter und so weiter. Na? Also nur die rot unterstrichenen Zeichen, wenn wir nur die anschauen, also wir tun die mal rauskopieren und erzeugen uns eine eigene Sequenz daraus. Was machen wir jetzt damit dann? Ja? Das ist eine einfache Verschiebechiffre. So ist es. Das ist eine einfache Verschiebechiffre, weil die sind ja alle um G verschoben worden.
Und die knacken wir ganz easy. Da suchen wir den häufigsten Buchstaben, das ist das E und das war's. Okay, also ist ja doch ganz billig. Gut, wir müssen nicht die Teiltexte zerlegen, aber für jeden einzelnen Teiltext geht es ganz leicht. Ich meine, wir brauchen natürlich jetzt hier mehr Chiffretext als davor. Ja? Weil die Teiltexte, die sind natürlich kürzer. Wenn das Schlüsselwort 6 Zeichen hat, habe ich nur für jeden Teiltext ein Sechstel. Das heißt, ich habe eine schlechtere Statistik. Ich brauche bei Schlüsselwortlänge 6 einen 6-mal so langen Klartext, damit es funktioniert. Und jetzt sehen Sie auch schon, wenn wir das Schlüsselwort lang machen, wenn das Schlüsselwort die Länge 100 hat, brauche ich einen 100-mal so langen Klartext, damit es funktioniert. Okay, aber die wirklich kritische Frage ist natürlich, die hat hier noch niemand jetzt beantwortet, woher kriege ich die Schlüsselwortlänge? Ich meine, gut, wenn jetzt dem ich die Texte knacken will, wenn der natürlich dumm ist, dann verwendet er immer ein gleich langes Schlüsselwort und sagt mir das auch noch, aber dann ist er natürlich selber schuld. Ja? Der wird natürlich einen Teufel tun und mir die Schlüsselwortlänge sagen, sondern im Gegenteil, der wird jedes Mal eine andere Schlüsselwortlänge verwenden. Ja? Der wird die Schlüsselwortlänge zufällig wählen, was weiß ich, zwischen 1 würde er nicht nehmen, vielleicht zwischen 10 und 1000 oder zwischen 10 und 100.000 und dann habe ich natürlich ein Problem. Und wie lösen wir das Problem? Wie kriegen wir die Schlüsselwortlänge raus? Das ist die kritische Frage. Können wir die überhaupt irgendwie rauskriegen, diese Schlüsselwortlänge? Ja, und ich meine, das wundert mich jetzt nicht, dass Sie da ad hoc die Antwort nicht erraten, weil das ist nicht trivial. Das ist nicht trivial, da haben sich kluge Köpfe damit beschäftigt und tatsächlich zwei geniale Kryptologen haben zwei unterschiedliche Verfahren gefunden. Ja? Und zwar, das waren die Herren Friedmann und Kasiski. Und das schauen wir uns jetzt auch an. Ja? Wir schauen uns jetzt erst einmal den Kasiski-Test an. Wir können hier noch kurz. Also das Chiffrieren mit der Visionär-Chiffre, das kann man sich auch quasi durch so ein Table-Lookup erzeugen. Man kann natürlich die Formel anwenden. Jetzt habe ich die Formel noch vergessen. Hier steht die Formel. Also die Verschlüsselung des Zeichens, des Zeichens Nummer Z im Alphabet, wenn I das entsprechende Schlüsselwortzeichen ist, Nummer des zu kodierenden Zeichens im Alphabet. Und I ist die Position von Z im Klartext. Genau. Also, das ist tatsächlich die Nummer von meinem Klartextzeichen. Das ist die Position, wo es im Klartext vorkommt. Also jetzt an der vierten Stelle zum Beispiel. Und dann addieren wir zu Z dazu die entsprechende Stelle von meinem Schlüsselwort. Schauen Sie, der Punkt ist der. Das Schlüsselwort, das tritt ja immer wiederholt auf hier. Und wenn ich jetzt in meinem Klartext, der ja lang ist, wenn ich jetzt in meinem Klartext hier bin, ja, was muss ich tun? Ich muss erst einmal hier die Position ausrechnen. Das wäre jetzt mein, nennen wir es mal X, ja? I, das ist I. I ist die Position, genau, das ist das I. Und jetzt muss ich erst einmal I modulo, und was ist die Schlüsselwortlänge? K, klein k. Wenn k die Schlüsselwortlänge ist, diese Modulo-Operation,
bestimmt uns ja den Rest. Ja, das heißt, die Modulo-Operation bestimmt uns genau den Abstand von dem letzten Schlüsselwort Anfang. Also I modulo K müssen wir ausrechnen. Und jetzt schauen wir nach in dieser Visionär-Tabelle. Also dieses Groß K, I modulo K, das addieren wir dazu. Ja, genau. Und jetzt gehen wir kurz in diese Tabelle rein. Das ist diese Visionär-Tabelle. Das heißt, wenn wir einen Klartext, zum Beispiel ein F haben, und wir wollen das jetzt um zum Beispiel G verschieben, dann schauen wir hier nach und dann kommen wir eben auf L. Ja? Genau. Und diese Elemente aus dieser Matrix, die werden jetzt quasi hier verwendet. Das I modulo K ist der Index und das entsprechende Element addiert man dann drauf. Ja? Genau. Okay, so, jetzt Kryptanalyse. Wir schauen uns jetzt den Kaczynski-Test an, der eigentlich von Charles Babbage stammt. Der Charles Babbage ist ja auch ein interessanter Informatiker. Der hat den ersten programmierbaren Computer erfunden, und zwar schon im 19. Jahrhundert. Ja? Also lange bevor die ersten Computer wirklich gebaut wurden, hat der den ersten programmierbaren Computer erfunden. Aber, und da muss man auch noch dazu sagen, übrigens, das war nicht der Charles Babbage selber, also der war der Chef, aber die geniale Informatikerin, das war eine Frau, ja? Hier ist keine Frau unter uns. Sehen Sie, damals hat eine Frau den Computer erfunden und heute will keine Frau mehr Informatik studieren. Die Ada von Loveland, Lovelace, glaube ich, hieß sie, die hat sich überlegt, wie man mit so einem mechanischen Computer Schleifen, Verzweigungen und das ganze Zeugs implementieren kann. Leider haben die es nicht geschafft, die Mechanik so aufzubauen, dass sie funktioniert hat. Ich meine, damals ist klar mit den Technologien und so weiter, und das ist eine extrem komplizierte Mechanik, und dann hat es viel Reibung und so weiter, und das muss man hochpräzise bauen. Das haben die leider nicht geschafft, aber die Pläne, die gibt es, und es hat auch irgendein Museum irgendwann diese Maschine auch nachgebaut. Okay, also der Charles Babbage war ein Computererfinder, hat aber eben sich auch mit Verschlüsselungstechnik beschäftigt, aber publiziert hat es als erster der Herr Kaczynski, und deswegen heißt es den Kaczynski-Test. So, ja, und jetzt schauen wir uns das an einem Beispiel. Wir nehmen diesen Geheimtext hier. Der Geheimtext wurde jetzt mit einer Visionärchiffre erzeugt. Und jetzt gehen wir her und, also ich habe da jetzt ein kleines C-Programmchen geschrieben, was diesen Text durchscannt und Wiederholungen von Strings sucht. Einfach ein Programm, was Wiederholungen von Strings sucht, und zwar Strings beliebiger Länge. Ja? Angefangen mit Strings der Länge 3. Ja? Und das sehen wir hier. Also die Zeichenfolge ISL tritt zum Beispiel auf an Position 4 und Position 65. Hier, ISL haben wir hier und 65 wieder hier. Genau. Muss ich auch mal markieren. Also da haben wir ISL und da haben wir es zum Beispiel wieder. Und dann mit AQS gibt es auch eine Wiederholung irgendwo und so weiter. Und da wird es jetzt ganz cool, da haben wir so eine lange Zeichenfolge, die wiederholt auftritt, und da noch eine längere. Und ich meine, wenn man sowas sieht, da sage ich jetzt einfach mal, das kann kein Zufall sein. Also Wiederholungen von Zeichenfolgen können natürlich zufällig auftreten. Ja, wenn ich einfach zufällige Zeichenketten anschaue, dann gibt es auch Wiederholungen. Und je kürzer die Zeichenketten, desto wahrscheinlicher sind Wiederholungen. Bei einer Zeichenkette der Länge 1
Da habe ich natürlich viele Wiederholungen. Spätestens nach 26 Zeichen gibt es die erste Wiederholung. Ja? Oder reden wir mal über Wahrscheinlichkeiten. Wenn ich irgendein herausgegriffenes Zeichen nehme, hier zum Beispiel, an dieser Position, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ein A ist, 1/26. Ja? Wenn ich zwei Zeichen rausnehme und ich frage mich, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass das zwei A's hintereinander sind, und zwar bei zufälligen Texten, dann ist es 1/26 hoch 2. Und bei drei Zeichen ist es 1/26 hoch 3. Sie sehen, die Wahrscheinlichkeit, dass zufällig eine beliebige Zeichenkette auftritt, die sinkt exponentiell mit der Länge der Zeichenkette. Ja? Also, dass zufällig jetzt so eine lange Zeichenkette der Länge 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 auftritt, ist 1/26 hoch 13. Ja? Das heißt, in einem Text der Länge 26 hoch 13 Zeichen kann sowas schon einmal vorkommen. Ja? Aber der hat nicht die Länge 26 hoch 13 Zeichen. Ja? Das heißt, das kann so gut wie nicht sein, dass sowas Langes zufällig in so einem kurzen Text auftritt. Okay, also muss das irgendwie durch die Struktur zustande kommen. Naja, und wodurch kann sowas zustande kommen? Sehr wohl bei einer Visionärchiffre. Ja? Wenn zufällig genau zweimal das Wort vorkommt und an derselben Stelle im Schlüsselwort ist. Genau, an demselben Schlüsselwortindex anfängt. Dann wird es ja zweimal exakt gleich verschlüsselt. Und dann habe ich so eine lange Wiederholung. Ich meine, das sagt mir natürlich noch nichts direkt über die Schlüsselwortlänge aus. Nicht, dass jetzt die Schlüsselwortlänge hier 13 sein müsste. Das hat damit gar nichts zu tun. Aber was hat mit der Schlüsselwortlänge zu tun? Schauen Sie mal in die Tabelle rein. Wie wäre es denn mit dem Abstand von diesen beiden Vorkommen? Also das kommt vor an Stelle 139 und dann 189 und der Abstand ist 50. Naja, dieser Abstand, der hat mit der Schlüsselwortlänge zu tun, und zwar was? Also der maximale, ja, also das Schlüsselwort könnte die Länge 50 haben, sagen wir mal so. Ja? Wenn das Schlüsselwort die Länge 50 hätte, dann kann im Abstand 50 so eine Wiederholung auftreten. Genau. Aber nicht nur bei Länge 50. Ja? 50 muss ein Vielfaches sein. Genau, muss ein Vielfaches von der Schlüsselwortlänge sein. Weil dann, wenn 50 ein Vielfaches von der Schlüsselwortlänge ist, dann fange ich an der gleichen Stelle wieder an vom Schlüsselwort. Genau, so ist es. Ein Vielfaches der Schlüsselwortlänge, und deswegen zerlegen wir diese Zahl noch in ihre Primfaktoren. 50 ist 2 mal 5 mal 5. Okay. Und daraus, aus den Primfaktoren, können wir jetzt was sagen über die Schlüsselwortlänge. Welche, wenn wir uns nur das anschauen, welche Schlüsselwortlängen sind jetzt möglich? Ja, 75 eher nicht, oder? Ja, 25 als Schlüsselwortlänge. Bitte? Können. 25 sehr wohl, klar. Warum dann? Wie kommen Sie jetzt auf 75? Das ist wieder nur ein Vielfaches. Naja, aber wir haben ja hier schon 50 gemessen. Wenn das Schlüsselwort die Länge 75 hätte, dann würde das nicht gehen. Dann wäre das ja noch im gleichen Schlüsselwort drin.
Also länger darf es nicht sein. Kürzer schon. Ja? Also 25 haben Sie gesagt und was noch? 5, 25 und 50. Und 10. Und 2. Also, ganz einfach, alle Kombinationen von den Primfaktoren, die da vorkommen. Also jeder Primfaktor selber, also 2 und 5 und dann alle Produkte aus diesen Primfaktoren. Ja? Genau, also daraus, es könnte sein 2, 5, 10, 25, 50, ich glaube, das sind alle. Ja? Genau, okay. Und das ist natürlich schon cool. Aus diesen vielen Schlüsselwortlängen haben wir jetzt schon reduziert auf 5 Stück. Und jetzt schauen wir uns noch die anderen Wiederholungen an und deren Primfaktoren. Und dann gucken wir, was kommt da gemeinsam vor. Ja? Also hier zum Beispiel, da haben wir 2 mal 2 mal 17. Okay, die 17 fällt wohl raus. Ja? Aber 2 ist natürlich noch ein interessanter Kandidat. Und 4. Ja? 2 und 4. Dann haben wir hier 2, 3 und 5 als Primfaktoren. 2, 3, 5, 3, 5 und so weiter. Also, ja, ich meine, irgendwie das Ganze konzentriert sich jetzt auf, ja, was bleibt uns denn noch als Faktoren? 2 und 5, 2 mal 5, ja, die 3 kommt auch noch ein paar Mal vor, aber gar nicht so viel. Also Sie sehen, es bleiben gar nicht mehr so viele Schlüssellängen übrig. Okay. Das heißt, aus denen, die uns jetzt noch übrig bleiben, und das sind ganz wenige, sind vielleicht 2 oder 3, naja, das probieren wir es halt aus. Für jede von diesen paar wenigen Schlüsselwortlängen müssen wir jetzt was tun? Genau. Den Text in die Teiltexte zerlegen und darauf dann unser E finden, ja, mit der Häufigkeitsanalyse. Und das habe ich hier jetzt gemacht. Und zwar für die zwei Möglichkeiten 2 und 5. Für Schlüssellänge 2 zerlegen wir in die Teiltexte, also das ist der erste Teiltext, das ist der zweite. Bei Schlüssellänge 5 zerlegen wir das Ganze in 5 Teiltexte und dann haben wir diese 5 hier. Und dann habe ich da so eine Tabelle erzeugt. Also für die Hypothese K gleich 2 haben wir hier den Text, für den Text 1 die Häufigkeit aller Buchstaben. Sie sehen hier A bis Z und da die Häufigkeit und für den Text 2 die Häufigkeitsverteilung. Ah ja, und hier übrigens zum Vergleich noch für K gleich 1. Das wäre jetzt für den Fall Schlüsselwortlänge 1. Ja? Also wir hätten nur eine Verschiebechiffre. Und wenn wir uns das hier anschauen, da sieht man sofort, das ist nicht gut. Ja? Also warum kann das nicht sein? Die Häufigkeitsverteilung, die ist zu uniform. Bei der deutschen Sprache sticht das E raus. Das hat quasi doppelt so viel Häufigkeit wie der nächste. Das ist hier... Ah doch, das S, genau, mit 26, ja, das stimmt. Aber dann, das kann trotzdem nicht sein, weil dann haben wir ziemlich viele, dann kommt da das 17, 14, 11, da haben wir ziemlich viele, die dann etwa auf dem gleichen Niveau sind. Ja. Und vor allem, was auch ganz deutlich wird, wir haben keine, die ganz selten sind. Also so wie Q und Y und so. Ja. So, dann schauen wir uns hier das Ganze an. Wie ist es denn? Ja, da sieht es auch nicht so toll aus. Wenn wir da zum Beispiel schauen, 11, 10, 9, 9, also das ist auch noch nicht deutlich genug. Wenn wir aber K gleich 5 nehmen, da sieht es dann schon deutlicher aus. Also
man sieht dann auch, da kommen ziemlich viele Nuller vor, das sind dann die ganz seltenen Buchstaben. Und es ist praktisch immer einer, der da ein bisschen raussticht. Hier die 12, da die 6. Da, ja gut, da bei dem Teiltext sieht es nicht so toll aus, ja, und da ist es tatsächlich auch noch falsch. Wenn wir da den häufigsten nehmen, den 6., ist es nämlich nicht das Richtige. Text 4 ist es aber auch die 9. Bitte? Text 4 ist es aber auch die 9, das ist ein bisschen höher. Ah ja, genau, ja, also da stimmt es auch nicht ganz, ja, genau. Ich meine, man sieht, dieser Chiffretext, der müsste halt noch ein bisschen länger sein, weil bei 5 Teiltexten ist klar, wir haben ja für jeden Teiltext nur noch ein Fünftel. Schauen Sie mal, wie viel Text wir haben. Das ist halt einfach relativ wenig. Ja? Das sind nicht viel mehr als 26 Zeichen und wir bräuchten eigentlich einen Faktor 10 länger und dann täte es richtig gut funktionieren. Okay. Gut, und aber mit der Methode kann man das Schlüsselwort ganz gut rausfinden. Genau, ja, also erst die Schlüsselwortlänge bestimmen über die Primfaktorzerlegung. Wenn ich die habe, dann unsere Statistik anwenden und dann ist das Verfahren geknackt. Ja. Sie sehen, was die Voraussetzung ist für die Anwendbarkeit von dem Kasiski-Test. Voraussetzung ist, ich brauche Chiffretext, der schon um ein Vielfaches länger ist als die Schlüsselwortlänge. Also sagen wir mal, so ab 10 mal Schlüsselwortlänge wird es ganz gut. Ja? Und daran erkennen wir sofort, wie wir die Visionärchiffre sicher machen können. Wir machen halt unser Schlüsselwort so lang, dass wir sicher sein können, der Angreifer verfügt nicht über so viel Chiffretext. Ja, dann machen wir doch unser Schlüsselwort genauso lang, wie der Chiffretext ist. Ja, ja ne, das reicht noch gar nicht übrigens, das reicht noch nicht. Wenn der Angreifer viele Nachrichten von mir abfängt, dann kann er doch wieder den Angriff machen. Also machen wir doch das Schlüsselwort so lang, wie die Summe aller Chiffretexte sein wird, die wir jemals mit dem Schlüsselwort verschlüsseln. Und das nennt sich dann übrigens One-Time-Pad. Ja? Weil, also One-Time-Pad deswegen, weil quasi jedes Zeichen, das ich verwende als Schlüsselwortbuchstabe, genau einmal verwendet wird und dann sofort in den Mülleimer wandert. Ja? Und dann haben wir perfekte Sicherheit, weil da hat keiner eine Chance, da einen Angriff zu starten. Weil es gibt ja keine Wiederholungen von dem Schlüsselwort. Das heißt, ich habe gar keine Chance, irgendwie eine Schlüsselwortlänge rauszufinden. Die Schlüsselwortlänge ist dann theoretisch unendlich. Ja? Und das werden wir noch sehen. Wir werden sogar beweisen, und das ist ein Beweis, den ich dann auch mal machen werde, wir werden beweisen, dass dieses One-Time-Pad perfekt sicher ist. Ja? Okay, gut, aber bevor wir dazu kommen, werden wir uns noch ein anderes Verfahren anschauen, mit dem wir, also dieses zweite Verfahren, den Friedmann-Test, den gucken wir uns beim nächsten Mal an und der ist, wenn Sie so wollen, komplementär zum Kasiski-Test. Schauen Sie, dieser Kasiski-Test, das ist ja so eine diskrete Methode. Hier kriege ich eine kleine Menge von Kandidaten der Schlüsselwortlänge. Und wenn ich diese Kandidaten habe, dann muss ich die alle durchprobieren. Und das können natürlich vielleicht auch nur 10 oder 20 sein. Das heißt, ich muss den Angriff 20 Mal probieren. Der Friedmann-Test liefert uns keine Kandidaten. Jetzt bitte noch kurz Ruhe. Sondern der liefert uns grob ein Anhaltspunkt. Also hier an dem Beispiel würde der Friedmann-Test, werden Sie dann sehen, 3,3 liefern. Das heißt, die Schlüsselwortlänge sollte in der Nähe von 3,3 sein, also fällt schon mal 25 definitiv raus. Das heißt, wir können die Zahl der Kandidaten reduzieren. Und dieser Friedmann-Test, also ich muss sagen, der Friedmann-Test gehört meines Erachtens zum genialsten an Mathematik, was ich jemals gesehen habe. Das ist so ein geniales Verfahren.
Das glaubt man nicht. Ich sage es Ihnen jetzt kurz. Ja, ich sage Ihnen kurz, was Sie tun müssen, ist, Sie müssen nur im Chiffretext die Häufigkeit aller Buchstaben zählen. Also 7 A's, 3 B's und so weiter. Wenn Sie die Häufigkeit aller Buchstaben haben, darauf wenden Sie eine Formel an und die gibt Ihnen dann die Schlüsselwortlänge aus. Das ist doch Zauberei, oder? Also ich meine, wenn ein Zauberer käme und würde Ihnen das sagen, dann würden Sie sagen, da ist irgendwas faul dran. Nein, ist nichts faul. Nur aus der Häufigkeit aller Chiffretextzeichen findet der die Schlüsselwortlänge von der Visionärchiffre raus. Ist doch unglaublich. Ich muss sagen, ich staune heute noch immer drüber, obwohl ich genau weiß, wie es funktioniert. Ja. Und das verrate ich Ihnen dann beim nächsten Mal. Das heißt, am Mittwoch nach Ostern. Genau. Gut.